Hallo zusammen. All unsere Räume haben einen Namen. Da sind wir im Besprechen. Natürlich tun wir da hauptsächlich Sachen besprechen. Und das ist immer eine ganz wichtige Phase, weil wir brauchen das gemeinsame Verständnis, bis wir in eine Richtung gehen können. Kommt mal mit. Da innen haben wir viele von den Gesprächen, wo wir miteinander festlegen, in welche Richtung dass es in Zukunft weitergeht. Früher in der Spinnerei Blumer war das das Verwaltungsratszimmer. Das Dörfer hat der ehemalige Leiter dieser Spinnerei, Jean-Jacques Blumer, persönlich ausgesucht und daher gehängt. Und da hat auch der Verwaltungsrat dieser Spinnerei Blumer einmal getagt. Wir benutzen es für unsere Besprechungen. Mir ist wichtig, dass wir immer möglichst kleine Räume haben. Also das heisst, wir lassen den Raum unverändert, wie er ist. Wir kommen rein mit unseren Sachen, besprechen und gehen wieder raus. Und es hat ein paar wenige Sachen, wie zum Beispiel die Technik, die wir brauchen. Das ist ein elektrisches Flipboard, der Bildschirm, den wir brauchen und der Tisch. Der Tisch wiederum haben wir auch selber gemacht und der steht, wie ihr seht, in einem krassen Gegensatz zum Raum, der alt hergebracht ist. Der Tisch ist natürlich modern. Da haben wir im Hintergrund das Bild, das der Bruno Streich selber gemacht hat und als Leihgabe euch gegeben hat. Das tut uns immer begleiten bei unseren Gesprächen. Und das, was mir am besten gefällt, ist der Tresor. Franz Bauer, Unterstrasse Zürich. Heute sagt man Kassabauer oder KAB. Früher hat die Spinnerei Blumer ihr Geld da drin gehabt in diesem Tresor. Heute tun wir eher die Jockeystängel drin, weil die müssen wir auch bewachen, dass sie nicht wegkommen.